dieser Abend gilt einem Mann, für den Freiheit ein Zentralbegriff seines wissenschaftlichen Oeuvres ist und den ich an der Universität Tübingen besonders herzlich willkommen heiße, Eugen Trevermann. Als Theologe und Psychotherapeut hat er es wie kaum ein anderer verstanden, auf Verdrängungen und Verschüttungen von Freiheit, gerade auch bei Menschen im Raum der Kirche, hinzuweisen. Vor allem seine größeren Studien über Moraltheologie und Tiefenpsychologie sowie über die Kleriker haben eindrücklich unter Beweis gestellt, wie dringend nötig die tiefenpsychologische Aufklärung ist, gerade im Raum einer Kirche wie der katholischen, die nach wie vor hierarchisch verfasst, institutionell verfestigt und juridisch verengt ist. Eugen Trevermann hat aber diese Aufklärungsarbeit nicht im Sinn der Destruktion, sondern der Neubegründung des Glaubens begonnen, wie gerade seine Kommentare zu Matthäus und Markus Evangelium zeigen, denn er treibt Exegese im Bewusstsein, dass von der Botschaft Jesu von Nazareth eine befreiende, freimachende Wirkung ausgeht, dass der Nazarener eine Figur ist, die die Menschen von ihren Ängsten, Obsessionen und psychischen Zwängen befreien kann. Darüber werden wir am heutigen Abend sowohl aus dem Munde des Laudators wie dann auch aus dem Munde des Geehrten selber mehr hören. Aber, meine Damen und Herren, Eugen Trevermann hat sich nicht nur auf die individualpsychologische Aufarbeitung von Ängsten, Konflikten, Störungen beschränkt. Er hat aus seinen tiefen psychologischen Studien, psychotherapeutischer Praxis und theologischen Überzeugungen Konsequenzen für die Struktur der Kirche gezogen, und dies vor allem hat man ihm verübelt. Er hat kurz gesagt seine Stimme für die Freiheit in der Kirche erhoben und ist dafür von der Kirchenleitung zuerst ignoriert, dann schikaniert, schließlich diszipliniert und zu allerletzt suspendiert worden. Deshalb soll der heutige Abend für ihn ein Zeichen der Solidarität sein. Nicht darum kann es gehen, alles unkritisch zu bejahen, was Eugen Trevermann geschrieben und gesagt hat. Dies erwartet er selber nicht. Diese unkritische Identifikation ist gegenüber keiner Theologie angebracht. Wohl aber geht es um Solidarität mit einem Mann, der Fragen aufgeworfen hat, die Millionen von Christen, Katholiken und Evangelische beschäftigen und der es verdient, dass seine Fragen und seine Lösungsvorschläge nicht negiert, sondern auch im innerkirchlichen Gespräch offen und fair verhandelt werden. Vor 13 Jahren, meine Damen und Herren, habe ich selber in eigener Sache an diesem Pult gestanden. Auch vor 13 Jahren hat dieselbe Kirchenleitung den Versuch gemacht, einen ihrer Kritiker dadurch mundtot zu machen, dass man ihm die Lehrbefugnis entzog und im Übrigen keine Verleumdung gescheut hat, um ihn zu erledigen. Man glaubte, in kürzester Zeit sei diese Theologie weg vom Fenster, wie es damals hieß, isoliert, uninteressant und vernachlässigbar. Das Gegenteil ist eingetreten und die gleiche Erfahrung hat Eugen Trevermann schon jetzt gemacht. Seine Stimme wird mehr denn je gehört, trotz aller amtskirchlichen Ausgrenzung, ja sogar oft wegen ihr. Sein Fall aber, das ist das Schlimme, ist kein Einzelfall. Er muss vor dem Hintergrund einer zunehmenden Polarisierung, manche sprechen von Schisma, der innerkirchlichen Situation verstanden werden, für die, das muss auch klar gesagt werden, die Verantwortung letztlich bei dem Regime von Johannes Paul II. Liegt. Dieser Papst hat es in gut einem Dutzend Jahren geschafft, seinen ursprünglichen Glaubwürdigkeitskredit beinahe völlig zu verspielen und eine Situation zu kreieren, in der immer mehr Menschen resignieren und verbittern, laut aufbegehren oder sich leise verabschieden. Heute beklagt man sich von Seiten der Kirchenleitung, dass die Kirche, die katholische Kirche vor allem, ganz allgemein eine schlechte Presse hat, und dass der Papst mit seinen Ansichten nicht mehr ernst genommen wird. Wen wundert's? Und wo soll man anders die Schuld suchen als bei der Hierarchie selbst? Die Kölner Erklärung vom 6. Januar 1989
ist von den katholischen Tübinger Theologen Norbert Greinacher und Dietmar Miet initiiert und von 220 Theologieprofessoren unterzeichnet worden. Norbert Greinacher und Dietmar Miet können beide zu ihrem größten Bedauern wegen schon lange eingegangener Vortragsverpflichtungen nicht unter uns sein und lassen Eugen Drewermann durch mich ihre Solidarität ausdrücken. Diese Kölner Erklärung war ein unüberhörbares Signal, dass auch bisher gutwillige Theologen diesen römischen Kurs nicht länger mitzumachen bereit sind. Im Anschluss an die Kölner Erklärung meldeten sich hunderte von Theologen, auch aus anderen europäischen Ländern, schließlich auch weltweit, insbesondere aus Nordamerika, zu Wort. Ähnliche Erklärungen erfolgten in Belgien, Frankreich, Spanien, Italien, Brasilien und den Vereinigten Staaten. Und das war die Antwort der Kirchenleitung. Sie hat mit verschärfter Repression reagiert. Auf eine weitere Petition von 220 Theologieprofessoren des deutschsprachigen Raums erfolgte nicht einmal eine Eingangsbestätigung von einem der vielen Bischöfe. Unterdessen aber verlässt generalstabsmäßig geplant ein autoritäres Dokument nach dem anderen den Vatikan. In einer Erklärung der Glaubenskongregation über das Verhältnis Lehramt-Theologie wurden den Theologen sogar jeder öffentliche Einspruch verboten und die erneute Einführung der Vorzensur gefordert. Ein weiteres Schreiben der römischen Inquisitionsbehörde will dem ökumenischen Dialog neue Grenzen setzen und verlangt von den anderen christlichen Kirchen als Vorbedingung der Versöhnung die Anerkennung des römischen Primates. Ein sogenannter Weltkatechismus, der theologisch betrachtet nichts als ein römischer Parteikatechismus ist, wurde gerade jetzt vom Nachfolger der Großinquisitoren Josef Ratzinger, auch mal hier Professor an dieser Universität, der Öffentlichkeit vorgestellt und wird zweifellos als Disziplinierungsinstrument für die Theologen und Religionslehrer eingesetzt werden. Eine Enzyklika über die Prinzipien der Moral, welche auf die Unfehlbarkeit des Lehramtes auch in Moralfragen insistiert, ist bereits fertig und kann jederzeit veröffentlicht werden. Eine weitere Enzyklika über Detailfragen der Moral, der Sexualmoral vor allem, ist ebenfalls weithin druckreif. Entmündigung der Theologie, so heißt die Strategie des gegenwärtigen römischen Regimes, eine geistige Lähmung der Kirche wird die Folge sein. Eine Welle der Repression, das ist nicht übertrieben, rollt schon jetzt, welche in den katholischen Fakultäten die Gefügigen schweigen lässt und die anderen zu unterdrücken droht. Theologisch kritische Frauen werden an der Berufung auf theologische Lehrstühle gehindert. Dies geschah auch in Tübingen. Zwei hervorragenden Wissenschaftlerinnen, von denen eine, Sie haben es vielleicht heute Morgen in der Zeitung gelesen, Frau Dr. Deo Habil Theresa Berger, jetzt durch Rom auch für Fribourg in der Schweiz blockiert wurde. Auch Männern, vor allem Laientheologen, aber auch Priestern, wird jegliche Berufung auf Lehrstühle verweigert, wenn sie auch nur in den Verdacht geraten, der römischen Politik kritisch gegenüberzustehen. Ich weiß, wovon ich rede. Zweien meiner eigenen Schüler wurden jüngst von Seiten der Kirche die Berufung auf einen Lehrstuhl verweigert, ohne jegliche Begründung, ohne jegliche Transparenz des Verfahrens. Trotz guter Plätze auf der Fakultätsliste und Unterstützung durch den Ortsbischof wurden Kandidaten vorgezogen, die den Bischöfen und Rom angepasster erschienen. Selbst ein langjähriger Jesuitendozent durfte an seiner eigenen Hochschule in München nicht zum Professor ernannt werden, weil ihm die römische Behörde das Nil Obstadt verweigerte. Zwei bekannten Theologieprofessoren, und nachdem das morgen in der Zeitung stehen wird, darf ich die Namen auch heute nennen, Professor Hermann Stenger, Innsbrucker Pastoraltheologe und der Tübinger Moraltheologe Alfons Auer, diese beiden wurde wegen Unterzeichnung der Kölner Erklärung aufgrund bischöflichen bzw. römischen Einspruchs in Wien das Ehrendoktorat verweigert. Einem weiteren Professor und Unterzeichner wurde das Nil Obstadt bei einer Lehrstuhlbesetzung verweigert und viele dieser Vorgänge kennt man überhaupt nicht. Hinzu kommt,
Auch schon die Diskussion über Strukturreformmaßnahmen des Kirchenamtes, besonders des Zölibatsgesetzes, seine Aufhebung, wird von Rom abgelehnt. Trotzdem melden sich in Deutschland auch unter Bischöfen einige Stimmen wie die des Trierer Bischofs Spital, die auf die katastrophale Lage im Priesternachwuchs und in den pfarrerlosen Gemeinden aufmerksam machen. Ja, soeben hat die Deutsche Bischofskonferenz in einem 35-seitigen Schreiben zur totalen Überforderung unserer Seelsorger Stellung genommen, ohne freilich ihrerseits das Grundübel, den Zölibatszwang an der Wurzel anzupacken und von Rom endlich die Abschaffung dieses mittelalterlichen Gesetzes zu fordern. Verweigert wird auch eine Diskussion über den Diakonat der Frau, von Forderungen nach der priesterlichen Ordination von Frauen ganz zu schweigen. So, meine Damen und Herren, zerstört man immer mehr die Glaubwürdigkeit der Theologie und der Kirche. In dieser Situation kann man nur öffentlich aussprechen, es ist am Ende unseres Jahrhunderts ein Klima der Repression, Denunziation und Einschüchterung in die katholische Kirche eingezogen, das an die schlimmen Zeiten unter dem antimodernisten Papst Pius X. zu Beginn dieses Jahrhunderts erinnert, eine Zeit der offenen Unterdrückung, die erst mit dem Tod dieses Papstes ein Ende fand. Uns dagegen bleibt zurzeit nur ein vom Evangelium her legitimierter Protest von Christen im Namen einer anderen Christlichkeit, im Namen eines anderen Umgangsstils in dieser Kirche, ein Protest, der allerdings nicht nur in der Kirche, sondern, meine Damen und Herren, auch bei jenen Kultusverwaltungen gehört werden sollte, unter deren Augen sich gegen Grundgesetz und Reichskonkordat eine ständig weiter um sich greifende Aushöhlung der akademischen Lehrfreiheit in den katholisch-theologischen Fakultäten sich abspielt. Ich mache die Öffentlichkeit darauf aufmerksam, nach dem Konkordat ist der Bischof des Ortes allein zuständig für die Erteilung des Nil Obstat bei Besetzung katholisch-theologischer Lehrstühle. Rom aber hat, oft zum Ärger der Ortsbischöfe, das Konkordat unterlaufen durch die Regelung, dass jeder Ortsbischof seinerseits zunächst bei der römischen Inquisitionsbehörde das Nil Obstat einholen muss, was Geist und Buchstaben des Konkordats hohn spricht, was aber von den Kultusverwaltungen bedauerlicherweise hingenommen wird. Kann man nicht auch von den staatlichen Behörden erwarten, so frage ich Sie, dass sie sich um die Zukunft einer der wissenschaftlichen Redlichkeit verpflichteten Theologie Sorgen machen? Dass gerade angesichts der Tatsache, dass ja diese Theologen schließlich unseren Nachwuchs an Religionslehren und Pfarren für diese Gesellschaft und nicht für ein vatikanisches Ghetto sein sollen. Aber wer protestiert, hat noch Hoffnung. Nur Zyniker haben sich verabschiedet, werfen den Krempel anderen vor die Füße. Nein, wer protestiert, hat noch Hoffnung. Und so steht dieser Abend im Zeichen der Freiheit und der Hoffnung. Hoffnung darauf, dass die christliche Sache, wie sie auch von Eugen Drewemann immer wieder eindrücklich und überzeugend vorgetragen wird, sich letztlich durchsetzen wird. Und die Kraft des Geistes Jesu Christi stärker ist als alle amtskirchlichen Bewahrungsmentalität und Reglementierungssucht. Gerade Eugen Drewemann steht für eine Kirche mit christlicherem Antlitz und, meine Damen und Herren, in ihm zeichnen wir heute Abend nicht nur den Kritiker der Kirche aus, sondern auch einen großen Hoffnungsträger für eine andere Kirche, für ein anderes glaubwürdiges Christsein. Jetzt folgende Laudatio
hat dieses Mal freundlicherweise der Stifter unseres Freiheitspreises, Professor Dr. Herbert Haag Silber, übernommen. Nachher wird die Vizepräsidentin der Stiftung, Frau Irma Büchler aus Luzern, Sie werden es an ihrer Zunge hören, die Preisverleihung vornehmen. Und dann wird Eugen Drewermann selber sprechen zum Thema Schuld und Erlösung. Was ist das eigentlich? Bemerkungen zu Genesis 3. Im Anschluss daran wird im Saal des kleinen Senats ein kleiner Empfang stattfinden, der aus Raumgründen leider beschränkt bleiben muss auf Kollegen, Freunde und Bekannte von Eugen Drewermann. Ich bitte dafür um Verständnis. Jetzt aber hat das Wort Eugen Haag. Mm-hmm.